Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einer weiteren kleinen Folge Minecraft Hexe. Dabei ist natürlich wieder der Sidex. Hallo, ne? Moin. Hey, hör auf! Warum fällst du, als ob du da nicht runterfällst? Komm, fall voll runter. Ich hab no Knockback. Oh, okay. Entschuldigung. Oh, immer diese Hacker. Immer diese. Ja, was soll ich denn machen, ne? Anders habe ich halt ja, keine Chance. Kann ich dagegen machen. Lol. Ey, lol, hier sind Druckplatten. Bin gerade im Schiffsrum. Bin hier gerade im Schiffs. Ja, ich komme mit, ja, ich komm mit runter. Okay, gut. Aber ich glaube, hier ist jetzt nicht so der beste Loot. Ich habe eine Eisenbrust. Äpfel nehme ich mal mit. Äpfel kann man immer vielleicht gut gebrauchen für Goldäpfel und so. Oh, hier hinten wird schon besser. Wo bist du jetzt ganz unten, ne? Auf jeden Fall. Ich räume hier mal so ein bisschen nach drüben hin auf, ne? So. Oh, hier gibt's fast das. Damit kann man auf jeden Fall jetzt ordentlich spielen. Alles mal hier in meinen Backpack ran. Alter, guck mal. Es ist einfach so geil. Was ist? Warte, ich komm gleich. Zack. Boom. Jo, kann man mal mounten, ne? Hier. Ja. Boom. Warte. Oh lol. Oh, was sind hier auf einmal? Alter, die kommen hier alle runter auf einmal. Hier ist ein Rare Mob, oder? Nee, doch nicht. Ach, das bist du. Ja, ich bin ein Rare Mob. Ja, geil. Ich gibt's nur einmal auf der Welt. Ich bin Rare. Oh, ich kann nicht mehr zielen. Ich treffe dich wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja, tust du. Und du machst echt nicht schlecht Schaden. Ich habe ein gutes Schwert. Oh, die kommen jetzt alle. Warte, schau mal, was ich hab. Lol. Ey, hör auf. Aus. Nein. Der hat no Knockback. Ey, komm mal ein bisschen nach der draußen. Hat no Knockback. So, zack. Ich möchte noch was zeigen. Den Water Stuff, der ist recht lustig. Schau mal. Lol. Ey, lol, ich backe fest. Lol. Fuck. Ja. Junge. Alter, zwei Herzen. Ja, das ist immer das Problem, weil du schwebst nach oben, deswegen habe ich ja gesagt, dass du nach hier vorne kommen sollst. Ja, aber ich habe halt noch gebrannt währenddessen. Und ich bin einfach so low life. Gute Kombination. So, ich habe jetzt ein Boot. Boah, ich habe so viele Level. Ist echt extrem. Ich habe jetzt ein Boot. Ich fahre jetzt. Ist gut. Ich fahre jetzt einfach mit dem Boot lang und töte alles. Und 360. Ja, yeah, ich habe einen Piraten getötet. So. Nicht ganz toll. Ich komme, Sidex, ich helfe dir. Du brauchst ja meine Hilfe, ne? Wo bist du? Aber jetzt, wo ich alles gemacht habe. Mhm. Jetzt möchtest du mir zur Hilfe kommen. Oh, komm hier viel. Ich kümmere mich mal um einen hier draußen. Aber echt nicht so schwer zu besiegen. Da hatte ich schon schwere Mobs. Weißt du noch damals in dieser Festung da? Oh ja, wo wir beide so gut wie am Abretten waren. Ja, du und ich bist, dann, ja. Ich, ja, du bist gestorben. Und ich habe dann zu unseren Kindern gesagt, dass sie keine Angst haben müssen. Und dann haben wir es noch geschafft, nachdem ich 10.000 Mal gestorben bin. Aber ja, natürlich. Das kommt ja schon wieder falsch rüber. Ich gebe euch einen Tipp für Real Life. Versucht nicht zu sterben. Oh, danke, Sidex. Danke, das bitte ist schön. So nett. Warte. Diesen Tipp habe ich jetzt sehr gerne gegeben. Oh, danke, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Er tut so gut. Weißt du, beste Spruch, im Real Life buggt das Respawn immer rum. Da hat er eigentlich. Ich leg mal diesen Hebel um, ne? Oh, wieder. Da. Ich glaube, das öffnet nur die Tür, oder? Ja, warte mal. Ist überhaupt Elektronik da? Einfach nicht mal irgendwas dahinter. Das war richtig sinnvoll. Gut Job. Ja. So, dieser Hebel hat die Weltgeschichte verändert. Ja, ich komm mal mit dir. Oh, hier hinten scheint es vielleicht was zu geben. Apfel. Essen. Ein Braustand. Ich nehme mal den Braustand mit, ne? Ich habe kaputt gemacht. Ah ja, ja, perfekt. Ja, nehmen wir mal mit. Was? Kaputt. Ich habe ihn kaputt gemacht. Wirklich? Ey, was machst du? Ich wusste nicht, warum machst du den Braustand kaputt? Ich wusste nicht, dass man die kaputt machen kann. Ich dachte, die kann man einfach so abbauen. Geil. Okay.
Einmal mit Profis. Ich hab ein Grey Backpack, nice. Ich hätte noch ein Iron Bow und sonst solche sinnlosen Hosen, die kein Mensch braucht. Oh, ich habe einen wunderschönen Backpack, schau mal. Meine Farbe. Ich habe einen grauen. Na komm. Also ich krieg einfach immer mehr Backpacks. Jetzt habe ich schon 7 Stück. Weil die Teile sind halt auch super wertvoll. Ja. So, hier lang geht's. Wo? Hier. Ne, hier waren wir hier schon. Rein? Okay. Hier waren wir auch schon. Ja, stimmt, das sind wir hergekommen. Wir sind jetzt durch, oder? Glaube ich. Ja, ich glaube auch. Wir können nochmal. Schau mal da, wo der Goldene da steht. Da können wir jetzt nochmal hingehen. Ich baue mit meiner Hand kurz alles ab. Ja, das war perfekt so. Kann es sein, dass hier hinten noch was ist? So ein etwas abgetrennter Raum. Nee, da waren wir auch schon, glaube ich, überall. Wir haben das hier schon alles gelootet. Waren wir hier schon? Ja, waren wir. Ja, wir sind hier die Profis ja, am Werke, als ob wir hier irgendwas übersehen würden, bitte. Ja, stimmt, wir haben sogar angefangen. Oder habe ich angefangen? Ich. Oh, da ist das. Creeper. Da war ein Creeper. Da waren zwei Creeper. Ein Creeper. Das ist ein Creeper. Hui. Hui. Ui, du fliegst. Warum hast du mich schon wieder abgeschossen? Hab ich gar nicht. War nicht. Es war schon so. Oh. Ui. Bleib mal da so stehen. Als ob der wieder nur auf mich fixiert war. Ich mag diese Creeper. Weißt du, er kommt so ganz langsam hinter dir an. So richtig langsam. Aber geht an dir vorbei. Oh, muss. Ist ja richtig so, also bitte. Natürlich. So. Wo wollen wir jetzt so, als nächstes mal hin? Da, ich sehe ein Piratenschiff. Ich sehe ein Piratenschiff. Kleines oder großes? Ein kleines. Aber. Ja, dann gehen wir. Oder warte mal. Gehen wir auf diese größere Insel, die nördlich von uns ist. Also geradeaus nach oben. Ich weiß, dass nur oben. Okay. Ist. Aber rechts daneben ist halt auch das Piratenschiff. Wollen wir nicht mal kurz auf das rauf? Ja, können wir auch. Können kurz einen Abstecher machen. Haben wir unsere Flugstäbe. Stell dir mal vor, wir müssten jetzt alle schwimmen. Oh Gott. Oh lol. Lol, bei mir war gerade richtig harter Lag, bei dir auch. Ja, Standbildschirm, oder? Ja. Hä? Habe ich mich jetzt wirklich gerade selber angezündet? Also angeschossen. Respekt. Ich kann fliegen. Tschüssi. Ui. Wollen wir in den Battle Tower da? Guck mal. Der sieht auch ganz gut aus. Ich würde ganz gerne mal erstmal zum Festland gehen. Okay. Weil ich glaube, ich habe da ein Dungeon gesehen, neues. Bisschen in die Richtung. Oh lol. Aber schau mal. Das habe ich gerade gesehen auf der Map. Vielleicht ist ja was, oder ist einfach nur eine sinnlose Statue, die. Es ist eine sinnlose Statue. Keinen Zweck hat. Es ist wirklich nur eine sinnlose Statue. Warum macht ihr das? Hexet. Oh. Jetzt wird man angerufen, ey. Aber warte. Jetzt wird man angerufen. Warte, ich stell mich mal kurz. Ich stell mich hier mal kurz auf beschäftigt. Das habe ich ganz vergessen, ich kleiner Schlingel. Hier oben sind noch ein paar Eisenblöcke. Welche extrem wichtig sind. So, du Eisenblöcke möchten nicht zu mir kommen? Ja, es ist natürlich. Also, ich sehe da ein Haus und ich sehe ein Dungeon und ich. Gibt's hier noch? Oh, ist tatsächlich ein Spawner. Wo? Jetzt ist er weg. Hm. Damit hat sich das auch erledigt. So, wollen wir das Dungeon da vorne aus. Nein. So muss ich treffen. Aus. Und tschüss. Yep. Ja gut, wie lange geht die Folge? Wir haben jetzt bereits, ich gucke einmal kurz. Oh, scheiße. Das war jetzt nicht so intelligent. 9 Minuten. 9 Minuten. Ja, dann schaffen wir auf jeden Fall noch das eine Dungeon, oder? Dann würde ich sagen, let's go. Und wir fliegen zum und ich flieg wie ein Vogel. Flieg wie ein Flieger. Oh. Ja, flieg wie ein Flieger. Bin so groß. Groß wie eine Giraffe, so hoch. Oh, okay. Oh. Nein, sonst müssen wir hier GEMA bezahlen, das ist. Ja, genau. Oh, ein Amboss.
Mich würde echt mal interessieren, an welchem Tag jetzt diese Folge hier kommt. Na, wird nicht wieder so lange dauern. Alter, was willst du? Ups. Oh, EP, ja, meins. Ja. Ich komme gleich wieder, ich habe gerade nur die unterste Ebene gesichert. Die unterste Schublade hat er gesichert. Weil du vergisst das ja immer so schnell. Echt die unterste Schublade. Du vergisst das mit dem Sichern halt immer und da. Oh Gott. Ich hab mein Minecraft aus dem großen Bildschirm in irgendeinen kleinen reingezogen. GG. Okay, ist jetzt zwar jetzt schlecht gesagt. Ich spiele im Fenstermodus und das Fenster habe ich irgendwie klein gemacht. Ja, ich spiele auch immer im Fenster. Oh lol, danke für den Hit. Bitte. Mach ich doch immer gerne. Also nach diesem Tower müssen wir echt mal wieder unsere Base. Jetzt nicht wegen Platz oder sowas, sondern wegen der Rüstung. Also meine Rüstung ist noch. Also mein Helm ist gleich tot. Gut, RIP. Lol. Ja. Jetzt sollten wir uns da auf jeden Fall mal drum kümmern. Oh, es begann zu regnen. Oh ja, ich liebe es Regen. Oh, lol. Die Kiste war gut. Fire Grenades. Mal sehen, was die machen. Warte, komm mal her. Fire und Grenade. Warte, ich komm. Warte, nee, warte. Lass mich mal durch. Ich will mal eine Fire Grenade auf die Hälfte. Oh, ja, lol. Guck dir das an. Oh. Ist ja mal geil. Naja. Oh, dein Helm ist übrigens kaputt. Ja. Oh, Diamanten. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Weiß was? Oh. Poison Grenade. Ich glaube, ich werde vielleicht eine Poison Grenade. Bleib hinter mir. Nee, hier brauchen wir das noch nicht. Danke. 17, 17 Sekunden. Ja. Oh. Du Genie. Das war jetzt eine kluge Kombination. Warte, ich hau dem eine Fire Grenade in die Fresse. Scheiße, der brennt nicht. Und er geht einfach nur auf dich. Ja, ich fühle mich gemacht. Ganz ehrlich. So, ich gehe mal ein bisschen rum, ne? La 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 la. Warte, wollen wir nicht drauf gehen? Okay, dann brauchst du es. Ne, auf mich geht er ja nicht, das ne? Mich greift er ja nicht an, ne? Schnell einfach tot ist. Da ist ein Atem sich runtergetroppt. Tschüss! So, zack! Und aus dem Haus raus. Oh, komm mal hier im Schnee. Lol, guck mal, Obsidian-Blöcke ohne Ende. Guck dir das an. Ja. Aber wir haben ja eh genügend Obsidian. Bleib mal kurz stehen. Hier kriegst du einen goldenen Apfel. Oh, EP-Apfel. Dankeschön. Für den nächsten Notfall. Zum Beispiel, wenn ich dich mal wieder aus dem Poison abwerfen sollte. Wie kann das aber auch passieren, ne? Das ist ja echt. Ach, ich bin ja so ein toll. Naja, aber Quatsch. Guck mal, das ist das gleiche, wie als wenn ich dich einfach so mit einer Fire Grenade abwerfen würde, ne? Wichser. Ich hab Fire Protection. Du bist scheiße. Ach, ich kann wegen meiner Chestplate nicht brennen, weil die ist hier aus, sie ist Meteorit. Mm. So, ein guter Vergleich. Gehen wir zu uns in die Base zurück? Alles klar. Oder erstmal Folge beenden und dann offscreen zurück? Nein, wir fliegen jetzt zurück. Ist ja eine schöne Beschäftigung. Ah, ganz live. Live und in Farbe. Leute, das habt ihr euch doch schon immer gewünscht. Ihr seht jetzt endlich mal, wie wir fliegen, Leute. Wie wir. Es ist unfassbar, aber ihr dürft das jetzt live miterleben. Ja, also Geldspenden werden später noch gerne angenommen. Oh, wir fliegen sogar in unserer alten Base vorbei. Das ist ja spektakulär. Oh. Slalom. Boom, 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 boom. Yeah, oh. Ich bin an jedem Zeitraum hängen geblieben. ich nicht. Warum? Ja, kein Regen mehr. Na doch noch. Ach, scheiße. Ja, hab ich gerade auch gedacht. wir können ja gleich schlafen gehen. Oh ja, genau, in unserem romantischen Schlafzimmer. Also das ist natürlich. Ich hab einen Schlaf gemacht. Im Schlaf gemacht. Ich hab keinen Stick mehr. Doch, hab ich. Ich schon. Ich hab noch ein paar ganz neue. Ja, yeah, oh. Wir sind zu Hause. Komm in mein Bett. Ja, komm nicht.
Also nicht in deinem Bett zu nehmen. Das nehmen dir. Schlimm, diese Tastatur immer. Ja. So, wir sind jetzt erstmal, wir müssen jetzt natürlich erstmal wieder hier sortieren, so ein bisschen. Water MLG. Boom. Oh mein Gott, war das genial. Erstmal ein paar Fackeln abgeschlagen. Du bist so doll. Durchs Wasser. Ja. Dankeschön. Das hätte ich aber auch ohne deine Worte gewusst. ich würde mal sagen, wir sortieren das ganze Zeug dann offscreen, oder? Okay. Denke, das ist jetzt ja nicht ein das... Magic Mirror. Mal sehen, was da passiert. Was passiert da? Der Magic Mirror funktioniert so, wenn du ihn rausholst und die Sonne scheint oder sowas, dann speicherst du da sozusagen einen Punkt. Und wenn du ihn dann in die Hand nimmst und schattig ist und damit Rechtsklick machst, dann portest du dich dahin. Kann man gleich mal ausprobieren. Es passiert doch nichts. Warte mal, ich leg mal mein ganzes Equip kurz hier in die Kiste rein. Und dann probiere ich das mal aus. Und dann kill ich mich halt im Notfall. Ne, ich hab 40 Level, das ist unpraktisch. So, ich behalte nur mein Stöckchen. So, okay. Mal sehen, wo ich hingehe. Nirgendwo. In unsere alte Base. Nice. Es kommt halt drauf an, da wo du... Genau. Jetzt muss ich mich jetzt nach draußen porten, einfach nur. Ey, das ist richtig praktisch. Ja. Das ist richtig praktisch. Ich hab verstanden, wie es funktioniert. Ey, du darfst es nicht in der Hand haben. Und sobald du draußen bist und die Sonne scheint und du es rechts in der Hand hast... Ey, damit können wir so viele Magic Sticks sparen. Ohne Scheiß. Speicherst du den Punkt... Wenn du es aus der Hand nimmst und dann ja, unterm Dach verwendest. Okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es richtig verwende. Okay, ich habe gerade einen Stab zerstört. Okay, ich weiß doch nicht ganz, wie das funktioniert. Machst du mal wieder die Tür auf? Natürlich. Danke. Willkommen, Gast. Gut. Ich denke mal, jetzt ist die Folge schon am Maximum unseres Daseins. Kann man den nur einmal verwenden? Weiß es nicht. Wenn ich nämlich jetzt rechtsklick mache, dann rausstellen nur noch so. Ja, ja. Dann nehme ich ihn mal aus der Hand raus. Und jetzt gehst du ins Überdachte und holst erst hier drinnen wieder den raus. Ich hab Angst. Ui! Ja! Ey, ich weiß noch nicht 100%, wie es geht. Naja, du gehst draußen du öfters was und dann machst du drin im Dunkeln. Kannst du es nochmal machen? Dann kannst ja, jetzt probier's nochmal, aber ich glaube, du spawnst trotzdem wieder an der Tür. Du musst auf die Sonne halten. Okay, jetzt gehen wir wieder rein. Also nimmst du erst aus der Hand raus. Erst aus der Hand rausnehmen. Ah, wahrscheinlich, wenn du so machst. So. So. Ja. Egal. Funktioniert echt super. Naja, das sind wir bestimmt noch im Laufe des Projektes heraus. Aber ist doch geil. Wenn ihr damit auskennt, wir können damit dürft ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Wenn ihr die Folge bis jetzt geguckt habt, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Ich weiß, wie das Spiegel funktioniert. Ja, genau. Hashtag Ich weiß, wie das Spiegel funktioniert. Dann sind wir stolz auf euch. Dann kriegt ihr Keks. Jeder von euch. Zum Geburtstag. Mhm. Kommen wir zu euch. Genau. Und damit will ich sagen, das war's mit dieser Folge. Die ging jetzt doch ein bisschen länger. Aber egal. Wir wissen jetzt, dass wir ein Mirror haben. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen kleinen Daumen nach hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns konstruktive Kritik in die Kommentare und gebt kein Dislike. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Life.